Hallo liebe Freunde des Rechts, das wird wahrscheinlich das letzte Video des Jahres und es wird wahrscheinlich auch eines der längeren Videos. Man könnte fast Laber-Video dazu sagen, obwohl es um viele und zwar komplizierte Rechtsfragen heute gehen wird, nämlich um die Triage und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die gestern bekannt gegeben wurde. An dieser Stelle, um nicht zu viel eurer wertvollen Zeit in Anspruch zu nehmen, möchte ich mich nur ganz kurz bedanken für eure Aufmerksamkeit und dass ihr diese Videos ertragt. Ich finde das wahnsinnig spannend, dass ihr gerade die tiefen, detaillierten Informationen offenbar interessant findet. Und ihr merkt es, diese Videos sind nicht so aufwendig produziert wie andere. Ich habe kein fancy Thumbnail, manchmal kommt es hinterher dazu. Und vor allem, ich habe kein Manuskript und keinen Schnitt. Und das ist etwas verrückt. Also ich schreibe nicht vorher auf, was ich sage. Ich habe keinen Teleprompter, sondern ich mache das immer im freien Vortrag. Und ich schneide nicht raus, wenn ich mich verspreche. Manchmal fange ich nochmal komplett neu an. Es kann also sein, dass ich ein-, zweimal brauche, bis ich dann das Video wirklich bis zum Ende aufnehme. Aber ansonsten versuche ich mich einfach zu konzentrieren und die paar Minuten, die ich hier vor der Kamera stehe, am Stück runter zu sprechen. Das ginge mit mehr Aufwand, aber ich bräuchte dann noch mehr Zeit und ich könnte dann nicht jeden Tag oder alle zwei Tage ein aktuelles Video produzieren, sondern würde eher ein längeres Thema ausführlich vorbereiten und hätte dann vielleicht ein Video pro Woche, denn ich betreibe nebenher noch eine Rechtsanwaltskanzlei mit mittlerweile um die 25 Mitarbeitern, die auch alle mit mir gelegentlich sprechen möchten. Also zunächst mal danke für eure Aufmerksamkeit und jetzt rein ins Thema. Zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist viel geschrieben worden und ich möchte nicht einfach nur die FAZ oder die Süddeutsche oder die Tagesthemen nacherzählen, sondern den neuen und vor allem den juristischen Aspekt bringen, der vielleicht gefehlt hat. Denn ich glaube, es freuten sich ein paar Leute zu früh und wir haben mehr Probleme mit der Entscheidung als hinterher. Zunächst einmal liest sich die Entscheidung ja wunderbar, denn das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Artikel 3 Absatz 2 muss besser beachtet werden. Absatz 3 genauer gesagt. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass der Satz, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden, den Gesetzgeber verpflichtet. Und er muss, anders als es der vorherige Gesundheitsminister gesehen hatte, tatsächlich mit einer gesetzlichen Regelung aktiv werden. Das halte ich für richtig. Ich hatte das in einem früheren Triage-Video auch schon mal gesagt, dass die Ärzte hier komplett allein gelassen sind. Und jetzt ist dieses Verfahren der Anlass dafür, um klarzustellen, es reicht nicht aus, einfach nur auf die ständig aktualisierten DIVI-Empfehlungen zu verweisen, weil das Bundesverfassungsgericht darauf hingewiesen hat, dass diese Regelungen Mängel enthalten. Und das ist schon mal die erste Enttäuschung für die Ärzteschaft, dass sie eben nicht sich allein auf die DIVI-Empfehlungen verlassen können, sondern dass es eine gesetzliche Regelung braucht, weil die DIVI-Empfehlungen nicht komplett fehlerfrei sind. Das ist ein heißes Eisen, denn einerseits sagt das Bundesverfassungsgericht, dass die DIVI-Regelungen deswegen nicht perfekt sind, weil sie eben nicht bindend sind. Zum anderen kritisiert es aber ganz ausdrücklich, dass die DIVI-Regelungen womöglich den Anspruch aus Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz nicht ausreichend Rechnung tragen, weil, und das ist der konkrete Punkt in der Entscheidung, es passieren kann, dass bei der Beurteilung der Triage-Entscheidung doch die Überlebenswahrscheinlichkeit herangezogen wird, die auch durch die Behinderung bedingt ist. Und hier muss man jetzt genauer in das Urteil reinlesen, ob das Bundesverfassungsgericht tatsächlich das geschrieben hat, was ich vermute, nämlich, dass bei der Beurteilung der Überlebenswahrscheinlichkeit für die Entscheidung, wer jetzt das freie Bett bekommen soll, die Behinderung so außer Betracht bleiben muss, dass sie quasi herausgerechnet wird, dass die schlechteren Überlebenswahrscheinlichkeiten, die aus der Behinderung resultieren, neutralisiert werden müssen, selbst dann, wenn sie in einem Zusammenhang kommen mit der aktuellen Erkrankung. Das Bundesverfassungsgericht sagt, dass nur die sehr kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit betrachtet werden soll, wohingegen die Leitlinien des DIVIs Überlebenswahrscheinlichkeiten in einem Zusammenhang nennt, die sich nicht ausdrücklich beschränkt auf die konkrete Erkrankung. Und das bringt jetzt die schwierige Frage, was ist mit der verkürzten Überlebenswahrscheinlichkeit, die durch die Behinderung entsteht? Muss die rausgerechnet werden, so könnte man es lesen, oder darf auf diese kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit doch abgestellt werden? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das in der Entscheidung zu beurteilen ist. Vielleicht muss man es noch 20 Mal lesen, um das herauszulesen, aber das zeigt uns jedenfalls, dass die DIVI-Empfehlungen alleine wohl nicht ausreichen würden. Ja, jetzt soll der Gesetzgeber ran und der Justizminister Buschmann hat gesagt, er macht sich sofort dran. Das kann dauern, weil das jetzt ein Gesetz ist, wo ja
ein großer Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers besteht. Und das bedeutet, dass wir viel diskutieren müssen, welche Kriterien jetzt angewandt werden. Und das bedeutet wiederum, dass es wahrscheinlich für die vierte oder fünfte Welle, jedenfalls bis zum Sommer des Jahres 2022, noch kein wirksames Gesetz geben wird. Und das wiederum bedeutet, dass wir in der jetzt kommenden Omikron-Welle ohne eine gesetzliche Grundlage dastehen, aber mit ganz viel Kritik aus Karlsruhe, die sagen, dass das, was wir bisher vorliegen haben, vielleicht nicht ausreicht. Und jetzt bedeutet es, dass Ärzte ganz genau diese Entscheidung lesen müssen oder ihre Medizinrechtler fragen müssen, was ist denn jetzt eigentlich rechtmäßig? Können wir einfach so weitermachen wie bisher oder welches Risiko besteht da? Und während gestern in den Tagesthemen der ehemalige Präsident des Divis sagte, man sollte doch einfach den Ärzten vertrauen, muss man leider sagen, nee, das geht nicht. Das ist genau der Punkt, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, nein, es geht nicht, dass wir einfach sagen, wir vertrauen euch Ärzten. Die Entscheidungen mögen bei Ärzten am Schluss liegen, was die medizinischen Sachverhalte betrifft. Aber die Spielregeln und die Verfahren, das Mehr-Augen-Prinzip, das sind Regelungen, die vielleicht als zusätzliche Belastung empfunden werden können. Das heißt, in den Krankenhäusern muss man sich jetzt darauf vorbereiten, wie man mit dieser Situation umgeht. Und da vertrauen viele etwas naiv darauf, dass die Triage nicht eintreten wird. Und zwar nicht deswegen, weil wir genug Kapazitäten haben und schaffen werden, sondern weil die Triage-Entscheidung, die hier antizipiert wurde, wahrscheinlich in der Form in der Praxis nicht vorkommt. Gleichwohl aber die Grundsätze, die hier stattfinden, Beachtung finden müssen. Der Reihe nach. Die Triage-Szenarien, über die wir hier sprechen, sind: Ich habe eine begrenzte Kapazität, also ein Bett, und ich habe zwei oder drei Menschen, die gern dieses Bett haben möchten. Und die kommen gleichzeitig und es muss entschieden werden, wer von den beiden soll jetzt das Bett bekommen und der andere stirbt dann. Das ist sozusagen das Modell, dass also beide dringend auf dieses Bett angewiesen sind. In der Praxis wird es aber aus vielerlei Gründen nicht zu diesem Szenario kommen, denn es wird meistens so sein, dass nicht beide gleichzeitig kommen, sondern einer ist zuerst da, ist auf dem Bett und kann dann auch von diesem Bett nicht mehr entfernt werden. Denn wir sind uns alle einig, dass es keine Ex-Post-Triage geben darf. Es wird also nicht so sein, dass man sagt, so, jetzt kommt hier jemand, der hat bessere Chancen, also gehst du wieder runter. Es sei denn, und das hatte ich im letzten Video gesagt, man hat immer nur begrenzte Belegungszeiten, Behandlungszyklen, wo dann wiederum neu entschieden wird, aber im Augenblick gehen wir davon aus, dass keiner, der an der Maschine hängt, von der wieder getrennt wird, damit jemand anders dahin kommt, denn das wäre ja ein aktiver Eingriff, eine aktive Tötung, die schwer zu rechtfertigen wäre, eigentlich nicht zu rechtfertigen ist. Was wir auch selten haben werden, ist, dass ein freies Bett gemeldet wird, denn wenn wir tatsächlich diesen Engpass haben, dann wird es wahrscheinlich keine freigemeldeten Betten mehr geben, sondern es wird eher so sein, dass die freien Betten abgemeldet werden und die Rettungswagen, die jetzt irgendwo einweisen möchten, rumtelefonieren werden und überall die Nachricht nur bekommen, hier ist kein freies Bett. Und dann telefoniert man trotzdem mit einem Krankenhaus und sagt, ich brauche aber dringend eines, ich finde nirgendwo ein anderes freies, ihr müsst diesen Patienten aufnehmen, ansonsten stirbt er. Und dann, so berichten es jedenfalls Ärzte auf Twitter, sorry, bessere Quelle habe ich auch nicht, dass man dann in solchen Situationen überlegt, ob ich nicht jemand anders, der auf der Intensivstation ist, runternehmen kann. Und zwar nicht, um ihn sterben zu lassen, sondern weil derjenige so fit ist, dass er vielleicht schon wieder auf die Normalstation gehen kann. Das heißt, eine Person, die eigentlich noch gerne auf der Intensivstation geblieben wäre, wird auf eine Normalstation verlegt, weil ein Arzt sagt, das ist vertretbar. Das kann ein Covid-Patient sein, der früher von einer künstlichen Beatmung entwöhnt wird, aber vielleicht auch einfach derjenige, der vor zwei Tagen operiert wurde und eigentlich noch einen dritten Tag bleiben sollte und dann wird er eher auf die Normalstation gelegt. Oder ein anderes Szenario kann sein, dass man ein Beatmungsgerät an ein normales Nicht-Intensivbett stellt, dass man sozusagen ad hoc, spontan ein zusätzliches Bett schafft, was in keinem Register vorher auftaucht. Und diese Entscheidungen sind nicht die Triage-Entscheidungen, wo man zwischen zwei Personen abwägt, sondern es ist die Entscheidung, ob ich für diesen Patienten, der gerade anklopft, der im Rettungswagen sitzt, besondere Anstrengungen vornehme, manchmal zulasten von jemand anders oder manchmal einfach nur zulasten der eigenen Ressourcen. Und das ist die Möglichkeit, wie man quasi dieses Triage-Dilemma umgeht, weil möglicherweise diese Situation bei Covid-19 gar nicht eintritt, weil eben nicht die Situation mit leeren Betten und gleichzeitig auftretenden Patienten vorkommt. Kann natürlich sein, dass sozusagen zwei gleichzeitig ankommen, aber meistens hat man irgendwo einen zeitlichen Verzug. Und wir haben also eine solche Triage, wo eher
es über obligatorische Anstrengungen des Krankenhauses ankommt, ob man jemanden aufnimmt. Aber die schlechte Nachricht für Ärzte, die Haftung vermeiden wollen, ist jetzt, dass selbst bei diesen Entscheidungen rechtliche Risiken drohen. Ich weiß, ich bin jetzt der Spaßverderber, aber Juristen und Mediziner sind auch nicht immer Freunde, jedenfalls bei der Arbeit. Es kann bedeuten, dass durch eine solche Praxis ja auch bewiesen wird, dass doch noch eine weitere inoffizielle Kapazität vorhanden ist. Und es kann bedeuten, dass jemand eine schlechtere Behandlung bekommt, als er eigentlich verdient hätte. Und später wird man solche Fälle womöglich aufarbeiten. Und dann könnte sich später herausstellen, dass mangels ausdrücklicher Regelung, mangels gesetzlicher Regelungen dabei Fehler gemacht worden sind. Was verständlich ist, was menschlich ist, dass man an der Stelle tatsächlich aus emotionalen Gründen spontan entschieden hat. Denn auch das, was man sich hier vorstellt, nämlich dass ein Mehr-Augen-Prinzip stattfindet, womöglich interdisziplinär, dass ein Gremium zusammenkommt, während zwei Leute gerade um Luft ringen, das ist doch nicht so wirklich wahrscheinlich, dass dann zwei, drei Leute, am besten Arzt und Pflegedienst und vielleicht noch ein Ethiker und ein Richter dann zusammenkommen und die Entscheidung treffen, wer jetzt gerade dieses Bett haben soll. Bis zu dem Zeitpunkt sind vielleicht beide schon erstickt oder jemand ist auf jeden Fall schon mal vorläufig auf der Intensivstation und kann dann auch nicht mehr runtergenommen werden. Das wirkt mir alles nicht so besonders realistisch. Deshalb glaube ich, dass es eher diese weichen Triage-Verfahren sind, auf die es ankommt, wo aber gleichwohl Entscheidungen getroffen werden, die sich zugunsten oder zulasten einer Person auswirken. Und dann kommen wir mal zu der Frage, inwiefern jetzt der Impfstatus dabei eine Rolle spielen kann und soll. Das DIVI sagt in seinen Richtlinien, dass der Impfstatus keine Rolle spielen soll, für sich genommen. Jetzt sagen aber andere Mediziner, dass für die Prognose der Überlebenswahrscheinlichkeit der Impfstatus sehr wohl eine Rolle spielt, weil angeblich geimpfte Personen eher die Situation überleben würden als andere. Und das ist eine entscheidende Frage, denn während die einen sagen, naja, wenn die Impfung nicht wirkt, wenn es zum Durchbruch kam, dann hat sie ja offensichtlich nicht gewirkt, sagen die anderen, selbst wenn jemand intensivpflichtig wird und war geimpft, hat er eine bessere Überlebenswahrscheinlichkeit als derjenige, der überhaupt keine Antikörper- und T-Zellenaktivitäten und so weiter hat. Wenn das so sein sollte, dann würde der Impfstatus tatsächlich eine Rolle spielen. Kann man sich natürlich fragen, woher weiß man, ob jemand einen gefälschten oder einen echten Impfpass hat. Andere sagen, das wird immer durch Antikörper wiederum bestimmt. Aber kann man das wirklich in der Situation, wenn schon eine Infektion aufgetreten ist? Das weiß ich auch nicht. Aber das können die spannenden Fragen sein. Und das führt am Ende natürlich dazu, dass man jedem, der nicht geimpft ist, aber gerne überleben möchte und vor allem auch eine Triage überleben möchte, raten sollte, sich impfen zu lassen. Könnte eine schlaue Entscheidung sein. Denn vielleicht war es in der Vergangenheit nachvollziehbar zu sagen, ich brauche die Impfung nicht. Ich habe keine Lust auf zwei Tage Armschmerzen und vielleicht irgendwie geschwollene Lymphknoten und Impfreaktionen. Ich komme auch so durch. Und jetzt kann man sagen, das ist ganz schön riskant, aber es ist vielleicht im letzten Sommer nachvollziehbar gewesen zu sagen, ich glaube, ich werde mich nicht infizieren. Bei Inzidenzen von 50, 100 mit Dunkelziffern ein bisschen mehr und einem vielleicht vorsichtigen Lebenswandel, der vorsichtige Ungeimpfte, von dem man sich fragt, gibt es den überhaupt? Es war nachvollziehbar zu Delta-Zeiten, dass man auch ohne Impfung, vielleicht ohne Infektion, den Winter übersteht. Mit Omikron kann sich die Sache verändern. Es sieht in anderen Ländern sehr danach aus, als könnte man als Ungeimpfter oder als Geimpfter einer Infektion fast gar nicht entgehen, wenn man sich nicht komplett einschließt und isoliert, sodass eigentlich jetzt eine neue Bewertung ansteht. Das bedeutet für diejenigen, die ungeimpft sind und die sachlichen Argumenten zugänglich sind, dass sie jetzt in ihrer rationalen Betrachtung einkalkulieren sollten, dass sie sich infizieren werden und dass es möglicherweise nicht den idealen Versorgungsstandard mehr in den Krankenhäusern geben könnte. Und das ist der Grund, warum ich zwar bei aller Sachlichkeit am Ende eines jeden Videos immer schließe mit den Worten, lasst euch impfen, wenn ihr könnt und bleibt gesund. Ich glaube tatsächlich, dass da etwas auf uns zukommt und da wurde ja viel Kritik auch an Modellierern geäußert. Und jetzt komme ich auch nochmal zu dem Tweet von der Welt, von Herrn Olaf Gansemann, der vor ein paar Tagen kritisierte, dass die Prognosen für Weihnachten so nicht eingetreten sind. Wenn nämlich vorher im Anfang Dezember gesagt wurde, dass egal was passiert, wir eine Überlastung der Krankenhäuser haben werden, und zwar egal, welche Maßnahmen jetzt beschlossen werden, dann hat sich diese Prognose wohl nicht bewahrheitet. Und jetzt sagen viele, naja gut, das liegt ja auch daran, weil ja
nach der Warnung Maßnahmen getroffen wurden, weil sich Menschen anders verhalten haben. Aber dann war natürlich dieser Zusatz, egal was wir jetzt tun, nicht zutreffend, denn es sah so aus, als wäre das unvermeidbar. Und vielleicht ist das nur ein Kommunikationsproblem gewesen. Vielleicht ist es richtig, dass diese negativen Szenarien eingetreten wären, wenn nicht die Bevölkerung sich verändert hätte in ihrem Verhalten. Aber es ist tatsächlich so, dass die Trendwenden in den Prognosen, in den Modellierungen häufig schwer zu erkennen gewesen sind. Also dass dieses weitere Verhalten der Bevölkerung eben nicht einfach nur durch Interpolation von exponentiellem Wachstum fortgeschrieben werden kann. Und das macht es schwierig, sich einzustellen. Und deswegen sind einige Leute jetzt mittlerweile sogar vielleicht schon ganz entspannt und sagen, was haben wir denn? Wir haben seit Tagen rückläufige Inzidenzwerte. Das kommt schon nicht. Und dann muss man halt mal über die Grenzen gucken und sehen, dass da der Tsunami vielleicht einfach mal wieder mit zeitlichem Verzug, wie es schon bei der ersten Welle auf uns zurollt. Und deswegen sage ich auch heute wieder, wenn ihr könnt, lasst euch impfen, lasst euch boostern, denkt nochmal drüber nach, wenn ihr gerne überleben wollt. In diesem Sinne, ein frohes neues Jahr.